Würde der erste FC Saarbrücken Tischtennis tatsächlich den Finaleinzug schaffen gegen den Rekordmeister Borussia Bisschen die Düsseldorf? Das Endphase, Hinspiel, das hat es wir mit erinnern 7 zu uns, 7 ist mit hatte Feld Saarbrücken zu haben. überraschend in Düsseldorf gewonnen Den ersten und Satzball da schon konnte schon Patrick abgeben. Franziska überzeugen und Timo Boll Konnte auch mit den 3 zu zweiten 0 in die abgeben. Schranken weisen. Und das war sicherlich am Und Ende auch dadurch kann Franziska einer der ganz großen natürlich wieder Knackpunkte, Rückhand damit die erlangen. Saarländer da die Punkte entführt haben. Und jetzt eben Das war das ein sehr guter Rückspiel in der Auftakt, Joachim genau. Deckham-Halle vor einer prächtigen Kulisse. Über Ja, 1000 Zuschauer werden immer Zuschauer wollten dabei sein prunkvoller, aber in der man sieht es Innenstadt im von Saarbrücken. Da Publikum. steht diese Halle und War auch wieder ein Tick entsprechend kalt heute voll wurde draußen. es dann auch. Die Aber Fans man sieht schon hatten hier in der eine gute Slow-Motion, die Anreise Zuschauerbeziehung und zu sorgten den für 50 Saarbrücken Megastimmung. Düsseldorf Im ist ersten Einzel wurde die Stimmung dann noch größer, denn direkt den Patrick ersten Franziska machte Saarländer seiner Sicher Favoritenrolle bekommen. Du hast eben angesprochen, wir haben alle hier eine Ehre große Halle, und das heißt, sorgte wir für haben die hier einen 1-0-Führung gegen Anton kalten Kellberg, Kellberg, der der in auch diesem noch Spiel wenig Land sah, wenn man das ganz ehrlich mal so sagen darf. Dann das zweite Einzel. Thomas Ja, Polanski auf genau so Seiten von aus. Und da Saarbrücken. wird es doch nochmal spannend. Hier auf 2 gestellt. Ja, wenn ich da Gegen 1400 Zuschauer in die Halle Christian lasse, wissen sie Karlsson. nicht, Also die Aufstellung wann sie von Zuschauer bekommen. Düsseldorf Und jetzt noch den 6-0 darauf Rückstand ausgelegt, für dass die Timo Boll Saarbrücker. einen Punkt holen kann, Wieder nämlich im aufgelöst. dritten Spiel. Also auf 3 gestellt. Aggressiver Vorhand. Und Publikum ist noch dann da, aber der eben mit der Polanski Hoffnung, dass Karlsson hier Punkte einfährt. Und das sollte ihm auch in seinem ersten ein Spiel schöner wunderbar Ausgleich. gelingen. Der Ausgleich für Ein schöner Saarbrücken, Pfiff über den natürlich Brust von für Luxemburg. Düsseldorf zur Pause. Und damit stand es 1 zu 1, weiterhin alles offen. Jetzt also Darko Jorgic gegen Timo Boll. Würde Auch jetzt der wieder ein junge Abwurf Mann von auf Seiten Luxemburg. der Saarländer Voll im Vorteil. hier Aber tatsächlich eine Sensation ah. schaffen. Er gab alles, er kämpfte Toller Ballwechsel. Jetzt und legt es sorgte für ein perfekt ausgeglichenes dahin. Und Spiel Luxemburg gegen hat den mal wieder einen deutschen guten Zehnt Superstar. irgendwie. Gegen Timo Boll, der dann 2 zu 1 Sätze in Führung lag. Und Ja, hier guter Ballwechsel. interessanter Saarbrücken Ballwechsel. fast danach Mit ausgesehen, nach viel hinten Effet vorne gespielt. zu tief Fast ein eingelaufen und dann Abwehrschlag hier wieder von mal Timo den Boll mit Schiebestellen der Rückhand. Dann ausgenutzt. kann er in die Hat das fast in die Hand Offensive gehabt. gehen, verschlägt aber. Und Wolfsberg es hat ging da dann kurz bis mal in den fünften Satz. Also weiter in die Chance starke dafür, Rückhand Jorgic, auf einen hier Ballwechsel. für eine Überraschung zu Wieder sorgen. Timo Vertrauen Boll in dann Wolfsburg. aber 8 zu 7 in Front. Ganz, ganz enge Partie hier Die im Saarbrücker können lange Entscheidungssatz. öffnen, aber Boll ist da, übernimmt. Vor allem Wieder der wieder offene offene Ballwechsel. Und der Und Punkt dann aber hier wieder der Fehler von von Boll, ihm. muss man fairerweise sagen, in dieser Zieht hier den Situation, Ball weil ins am Netz mit der Ende Ding Vorhand. war, er hat mit der Vorhand den Aus der Ball Position eigentlich unsummerisch zu Ball ungewohnt für bewegt. ihn. Und dann war tatsächlich Jorgic zur Stelle und hatte Matchball 10 zu 9. Und da ist der Rückhandflip, Boll Ja, und geht dann flog voller das Dach Rücken. weg. 11 zu In 9 der für die Joachim Deckham-Halle Saarbrücker. in Die Halle Saarbrücken. tobt. Alle Mann, das Mann Spiel war auf den dominierend. Im Beinen. Hinspiel hatte Polanski Tatsächlich schon schaffte einen Zielstand Jorgic, erreicht gegen Timo Timo Boll Boll. zu knacken und Das ist Darko damit Jorgic. Saarbrücken 2 zu 1 in Führung zu bringen. Und jetzt lag natürlich der Finaleinzug für die Saarländer in der Luft. Denn Patrick Franziska gegen Christian Karlsson. Franziska momentan einfach mit der besten Bilanz der Liga und einfach in bestechender Form. Auf der anderen Seite Karlsson, den kennt er bestens. Wahnsinnsballwechsel von beiden Seiten. Und im Endeffekt ist es dann doch Und es wieder zahlte das sich Kind des auch am Passausfalls Ende beim für ihn Heimspiel. Jetzt aus. ist dann Patrick Patrick Franziska Franziska wieder im immer Ball wieder da. mit den Gegenspieler Jubelschreien und wieder dann im zurück zum dritten Satz schon mit Übersetzer. vier Zu Null setzen. Matchbällen Und zum dann Finaleinzug. Gegenspieler wie Timo Boll, Christian Karlsson. Und Und die ja, Vorhand sitzt, das Karlsson guckt nur war noch für den ungläubig. 1. FC Und Saarbrücken. dann war es passiert. Der Rekordmeister Mensch, gestürzt, Saarbrücken im wer Finale. gehört dir auf was? Was Und playing wir haben hier really good. nachgehört bei der We must ganzen fight Mannschaft. like Darko Jorgic big sagt hier, teams. wir haben alle And toll gekämpft, yes, Wahnsinn Spiel. we're looking forward in final. Try to win this Und jetzt trophy. And yes. freuen wir uns auf das Finale und hoffen, da den Titel holen zu können. Thomas Polanski sagt, wirklich toller, toller Tag für uns. In meinem Spiel, da habe ich leider verloren, da war einfach Christian Karlsson zu stark. Ja, so riesen Kompliment an die ganze Mannschaft. Also wir haben wirklich dran geglaubt im Hinspiel schon, heute auch. Wir wussten, Düsseldorf ist ein bisschen angenockt und was die Jungs dann gezeigt haben. Wir verstehen uns einfach super intern, haben eine super Stimmung auch vor den Spielen und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Super Leistung von unserer Mannschaft. Wir haben den Sieg schon geglaubt. Wir wussten, es wird sehr, sehr schwer, aber bis Ende haben wir geglaubt und es hat sich am Ende gelohnt. Also, ich muss noch mal sagen, also, wir werden ein bisschen feiern. Ja. Und dann, ja, Jungs. Tolle! Ciao!
Ja, das war ein klasse Spiel heute hier in Saarbrücken. In Düsseldorf haben die schon vorgelegt, sensationell, dass sie Düsseldorf, die ja heimstark sind, gewinnen. Und dann hatten sie von Anfang an hier das Publikum im Rücken. Und so haben sie auch gespielt, selbstbewusst, mit riesen Ballwechseln in allen Spielen. Und das Publikum hat sie dann zum Sieg gepeitscht. Ja, herzlichen Glückwunsch an Saarbrücken. Saarbrücken ist verdient ins Finale eingezogen. Aus meiner Sicht haben wir das Spiel letzte Woche in Düsseldorf verloren oder die Serie der Spiele. Wir waren hier mächtig unter Druck, haben uns gewehrt, die Moral hat gestimmt, wir haben uns gut vorbereitet. Am Ende ist sogar unser Schachzug-Timo an 3 zu stellen schief gegangen. Aber hätte, wenn und aber. Saarbrücken war bärenstark.